Fast 74.000 Zuschauer, so viele wie nie zuvor bei einem Frauenfußballspiel in Europa, wollten diese erste Partie der deutschen Mannschaft sehen. Das Berliner Olympiastadion ist ausverkauft. Und schon nach 10 Minuten werden die hohen Erwartungen erfüllt, als die Frankfurterin Kerstin Garefrekes die Führung erzielt. Es ist ein Treffer, der wie eine Befreiung wirkt für Spielerinnen und für das Publikum. Zudem wunderbar vorbereitet durch Birgit Prinz und Barrett Peter. Die Kanadierinnen haben zwar ebenfalls Chancen, aber die Tore machen die Deutschen. Kurz vor der Pause nutzt Celia Okoyinu-Dambabi einen Abwehrfehler zum 2:0. Die guten Eindrücke aus der WM-Vorbereitung werden bestätigt und die Zuschauer sind begeistert. Nach dem Wechsel bleibt der zweimalige Weltmeister besser und gefährlicher, aber auch die allerbesten Möglichkeiten bleiben ungenutzt, wie hier von Kerstin Garefrekes. So wird es nach 82 Minuten sogar noch einmal eng, als Sinclair für Kanada auf 2:1 verkürzt. Am Ende aber gewinnt Deutschland knapp, aber verdient. Der WM-Auftakt ist gelungen.